Hier ist wieder eure Ronja und heute gibt's endlich eine neue Folge Phoenix. Ich habe ein bisschen auf der Welt gespielt und habe jetzt schon mal ein bisschen Eisen abgebaut, damit wir mehr oder weniger eine Basis haben. Dann können wir uns jetzt erstmal Pickaxe machen, Schwert machen, nur damit wir ein paar bessere Waffen haben und nicht der komplette Idiot am Ende sind und nur unsere schönen Steinwaffen haben. Und generell, ich habe jetzt endlich einen neuen PC gefunden, an dem ich aufnehmen kann. Deswegen gibt es die neuen Folgen Phoenix, zwar leider ohne Facecam, aber dafür hoffentlich ohne Ruckler und ich bin da optimistisch. Okay, wir haben hier ein Geschenk von Tops gekriegt. Redstone nehme ich auf jeden Fall mal mit. Die Hose habe ich mir schon angeguckt. Nee, also ich meine, seht ihr die Werte von meinem Rock? Seht ihr die Werte von der Hose? Seht ihr die Werte von meinem Rock? Seht ihr die Werte von der Hose? Ich meine, come on. Deswegen legen wir die Hose mal einfach ab und vielleicht verlieren wir den Rock irgendwann, dann ist es nicht schlecht, die Hose zu haben, aber ja, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich nehme kurz den Block noch mit, weil Crafting-Blocks sind irgendwie immer praktisch und man kann die ja immer gebrauchen, deswegen nehme ich mir mal einen auf meine Abenteuer mit. Und ich habe mir hier letztes Mal auch ein Boot gebaut und ich war in dem Villager-Dorf da hinten, was ihr seht, war ich schon, deswegen habe ich eine gute Menge an Baked Potatoes. Aber ich mache mich dann nochmal auf den Weg hin und gucke, ob die vielleicht schon nachgebaut haben. Die Villager sind da ja sehr fleißig, nicht? Und dann gucke ich mal, ob ich da vielleicht sonst noch ein bisschen Essen abgrasen kann. Ja, also sprich ja jetzt nichts dagegen, nicht wahr? Das heißt, wir gucken jetzt erstmal. Sieht aber bis jetzt, also wenn ich gerade ein bisschen nach links gucke, halbwegs leer aus. Das kann ja trotzdem... Nee, ist leer, okay. Okay, unlucky. Aber ich habe da in der Ferne noch ein anderes Villager-Dorf gespottet und dann habe ich mir gedacht, hey, oh. Okay, das war keine Absicht. Aber das ist nicht schlimm. Wir bauen uns da letztens raus. Ich bin schon in 1.14 in den Brunnen gefallen. Ich habe jetzt viel Brunnenausbau-Erfahrung. Das heißt, wir kommen hier smooth raus. Gar kein Problem, gar keine Sache, die länger dauern sollte. Tun wir so, als hätten wir das nie gesehen. Und ja, dann machen wir uns vielleicht gleich auf den Weg zum nächsten. Ansonsten, was gibt's hier noch? Nee, eigentlich nicht wirklich was, oder? Nee. Sieht nicht so vielversprechend aus. Ja gut, dann bleibe ich hier auch nicht länger, da ist ja nicht mehr wirklich was zu holen. Und warum selbst anbauen, habe ich mir gedacht, wenn die Villager-Dörfer doch für dich anbauen, ja, da brauche ich nicht wirklich selber Nahrung anpflanzen. Und das habe ich überhaupt nicht nötig. Deswegen nutzen wir, dass hier echt viele Dörfer sind und gucken einfach mal, dass wir so deren Vorräte ein bisschen klauen und... sprich jetzt ja nicht unbedingt was dafür. Dagegen, sorry. Und genau, dann haben wir noch ein bisschen jetzt Fackeln. Das ist auch nicht schlecht. Ich finde diese Pferdfischviecher sehen echt cool aus. Aber die machen komische Geräusche. Also dieses Ding, was ihr hört, das kommt hundertprozentig von denen. Ich war sehr verwirrt gerade. Aber ich glaube, das kommt von denen. Okay, was möchte der hier? 20 Weizen, 16 Kartoffeln, nochmal 20 Weizen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen abbauen. Die haben ja schön Weizen. Ich meine, es spricht ja nichts dagegen, sich mal ein bisschen Weizen zu holen und dann auch zu tauschen. Ich meine, es bietet sich ja auch immer an. Die Villager haben ja teilweise coolen Kram. Und klar, Kartoffeln nehme ich mit. Vor allem die gebratenen bringen ja gut Hunger wieder. Weizen habe ich eigentlich auch schon. Deswegen kann ich jetzt einfach mal gucken, ob die da vielleicht ein bisschen tauschen wollen. Hier ist kein Villager drin. Okay. Ansonsten, was gibt's denn noch? Wir haben, der will 21, 18 Kartoffeln. Wir haben 16 Kartoffeln. Knapp daneben ist auch vorbei. Der Rest ist ja alles gebraten. Hier 47 gebratene Kartoffeln haben wir noch. Ist das nicht ein Träumchen? Absolut, absolut Zucker ist das. So, was haben wir denn hier? Noch ein paar Felder, das heißt, noch ein bisschen Weizen für uns. Und auch ein paar Möhren, Kartoffeln. Ich meine, sind wir, ne? Ich glaube, die waren... Hier haben wir auf jeden Fall noch Kartoffeln. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, das waren einfach nur unreife Sachen. Deswegen nehme ich das mal lieber nicht mit, weil es bringt ja nichts, die unreifen Sachen abzubauen. Also, da hat man ja auch nichts von. Das ist ja auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Das wächst dann wieder nach und dann hast du einfach nur die Saaten. Ich will ja selber nicht anbauen, deswegen habe ich ja nicht wirklich einen Profit von den Samen. Und hier habe ich schon gespottet gehabt. Das ist hier ganz gut. Ups. Ah, ja, ist nicht mehr. Also... Ich habe erst gedacht, die Viecher, die greifen mich bestimmt an. Aber jetzt, scheinbar sind die friedlich. Okay, ich hatte kurz Angst. Was möchtest du mir denn verkaufen, Madia? Madia möchte Weizen. Oh, Madia möchte nur 16 Kartoffeln. Guck mal, Madia ist auch ein gnädiger Mensch. Also wir haben schon mal 3 Smaragde. Ansonsten, für Smaragde gibt es Brot. Also, gut,
Brot kriege ich, glaube ich, auch aus 3 Weizen in dem Ofen. Das heißt, das ist jetzt nicht so der gute Tausch. Ansonsten, der möchte hier Fisch und die Villager, die wollen mich hier über den Tisch ziehen. Das ist doch auch... Also, nee. Hier, der verkauft was Sinnvolles. Pfeile. Pfeile kann man gebrauchen. Ja, wir haben zwar noch keinen Bogen, aber das kann sich ja schnell ändern. Und ich meine, Pfeile, ha? Huh? Pfeile bieten sich einfach an. Das heißt, wir holen uns einfach noch ein paar mehr Pfeile. So, dann haben wir hier den guten, wie heißt der denn? Oh Gott. Ah, der ist frech. Der wird uns hier angreifen. Das heißt, wir müssen hier in den direkten Kampf gehen, aber wir haben ja unser Eisenschwert. Und ja, der macht uns hier keine Probleme. Der sollte auch, ich guck mal kurz. Wir müssten irgendwo Smaragde. Da sind die Smaragde. Das heißt, die können wir auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Ich meine, er hat sie uns jetzt mehr oder weniger freiwillig überlassen. Also, sprich ja nichts dagegen, sich da auch dran zu bedienen, nicht wahr? Und das ist ja alles, alles komplett legitim. Ich meine, ich habe ja nicht so viele Villager getötet. Das war jetzt, glaube ich, der erste. Potenziell der zweite, bin mir gerade nicht sicher. Was haben wir denn noch? Hier, der will nichts Ordentliches tauschen. Ich gucke gerade einfach mal, was die... Oh, was war denn das für ein Setzling? Was ist die... Spirit Tree Sapling. Wisst ihr was? 3 Smaragde sind ein teurer Preis, aber ich glaube... Spirit Tree Sapling, der will den für 2 verkaufen. Das heißt, wir nehmen den einfach mal mit, mal gucken, was der so kann. Wenn 2 Villager den verkaufen, dann muss es ja was Cooles sein. Und ich würde mir das einfach gerne mal angucken. Hier nehme ich eine kurze Abkürzung. Was gibt's denn noch? Ich gucke kurz einfach noch, ob es irgendwie in Truhen was gibt, ob die anderen Villager was Ordentliches verkaufen wollen. Hier zum Beispiel, da, Jackpot. Äpfel, 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 Äpfel und ein bisschen, ja, ne? Sag ich nicht nein. Schöne Chestplate. Sieht, oh, das ist nicht schön. Ja, ne? So, an dem Öfen ist leider nichts drin. Aber das ist nicht schlimm. Also ich würde sagen, wir haben jetzt diesen Spirit Tree Sapling. Das verkauft uns der Witch Doctor. Der verkauft alles so teuer. 20 Diamanten, Smaragde. Habt ihr das gerade gesehen? Und ich weiß nicht genau, was mir der Creeper Head bringt. Oder die anderen Sachen. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt so ein lohnenswerter Tausch ist. Ansonsten gucken wir jetzt einmal mal hier. Nehmen wir ein bisschen was mit. Wenn wir eh gerade in der Gegend sind. Und dann, ich meine, dann war es das, glaube ich, auch schon so ziemlich mit der Stadt. Ich weiß nicht, ob wir hier noch so viel machen können. Wir haben jetzt super viele Samen. Habt ihr das gesehen? Oh. Das habe ich mir smoother vorgestellt, als es dann tatsächlich war. Wie gesagt, beachtet einfach nicht, was ich hier so tue. Tut einfach so, als hättet ihr das nicht gesehen teilweise. Hier, da. Seht ihr das? 1A abgebaut. Die Unreifen haben wir stehen gelassen. Die haben wir nämlich nicht nötig. Den Sprung hatte ich vielleicht gedacht, würde ich diesmal schaffen. Hier, seht ihr? Da. Zack. Haben wir wieder 3. Haben wir wieder 4. Und haben wir 5? Sind hier noch Karotten? Da haben wir dann auch den 5. schon sicher. Der will nämlich nur 16 Karotten. Wir haben nun 17. Das heißt, tschau, tschau. Oh, nee, dafür tauche ich nicht runter. Value. Okay, so. Dann gucken wir jetzt mal. Diesen Sapling, den würde ich mir schon ganz gerne mal angucken, weil vielleicht ist der ja was Cooles. Ich weiß nicht genau, was der mir so bringt, ob der was Besonderes ist. Hier die... ich habe gedacht, die kann ich vielleicht mitnehmen, die Fackeln. Es passiert viel, was nicht so funktioniert, wie ich dachte, dass es funktioniert. Aber das ist absolut nichts. Also, das ist nicht schlimm. Das macht überhaupt nichts. Das ist, wir haben hier, ja. So. Wir bauen uns jetzt erstmal diesen Helm. Zack. Schick. So, dann geht's weiter. Dann haben wir nämlich auch das Schiff wieder zu unserer Verfügung. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir kein weiteres Villagerdorf direkt in der Nähe haben. Also ich glaube, es gibt schon noch eins um die Ecke, aber das ist das, was ihr gerade seht, ist das auf jeden Fall, wo wir vorhin schon waren. Das war ja leer, das bringt uns nichts, wenn wir da nochmal hingehen. Das heißt, das mache ich auf keinen Fall, das haben wir nicht nötig. Und dann gucke ich einfach mal, was wir hier noch so entdecken können, was uns halt einfach was bringt. Weil, wie gesagt, Essen haben wir jetzt ein bisschen, guten Vorrat, wir haben jetzt schöne Pfeile gekauft. Ich würde mir diesen Baum gerne angucken, weil es spricht ja nichts dagegen, ne? Kann man ja mal machen. Wisst ihr, was richtig... Oh, da ist übrigens Tops Haus links. Seht ihr das? Vielleicht ist Tops Haus ein bisschen besser als unser Aschehaus. Ich habe ja dieses Aschehaus, ja? Ich gebe zu, ist es die beste Lösung? Nö, wahrscheinlich nicht. Aber dafür ist es hier ganz in der Nähe. Immerhin kann ich das erkennen. Aber es ist nicht die beste Lösung. Das heißt, ich musste auf jeden Fall noch einen alternativen Weg finden. Ich sehe mich ja, ehrlich gesagt, auch bei einem Baumhaus. Also das habe ich ja schon in der ersten Folge gesagt. Ich hätte einfach gerne irgendwas, was so in der Luft schwebt. Ich habe
was ihr hier sehen könnt, diese schicken Rainbow Oak Tree Saplings, ja? Das heißt, vielleicht kann ich mir so eine Art Regenbogenbaum bauen und ich sortiere übrigens gerade noch ein bisschen, damit ich vielleicht da mein Baumhaus reinbauen kann. Das ist so der Plan. Ich überlege, ob ich das Ganze vielleicht ins Wasser setzen will. Ich würde jetzt erstmal mal so einbauen, ein bisschen Holz davon abbauen, damit wir dann auch wieder ein paar Saplings haben. Das mache ich dann gleich. Aber jetzt gucken wir uns erstmal an, was dieser Spirit Tree haben. Ich habe Knochen. Das heißt, wir haben auch Knochenmehl. Ich hatte sogar schon Knochenmehl, sehe ich gerade. So. Erstmal. Okay. Der hat ein Loch. Sonst noch was? Nee. Okay, wir gucken jetzt mal wegen dem Regenbogenbaum, ob das was wird. Ups. der sieht nämlich cool. Seht ihr euch das mal an? Seht euch das mal an. Ist das nicht eine Schönheit? Stell dich mal vor, wir hätten mit viel Bone Meal, ja, hätten wir so einen schönen Wald an diesen Dingern. Nicht unbedingt einen Wald, aber mehr so eine Art, was ist das Gegenteil von einer Lichtung, wenn halt viele Bäume stehen und nicht viel Platz ist. Dann bauen wir uns nämlich vielleicht einfach eine Schere, ja, rasieren diese Regenbogenblätter ab und das los. Nee. Also ich überlege gerade, ob irgendwas passieren kann. Ich versuche da jetzt Holz reinzulegen. Also klar, man kann da Sachen drin lagern, theoretisch, aber es ist halt auch nicht wirklich geheim. Also erstens, die anderen würden das finden. Zweitens, ich glaube, ich baue einfach das Holz ab, wie tief gehen denn die Wurzeln. Ich weiß nicht, ob mir das so viel bringt. Also bin ich ganz ehrlich, ich sehe den Punkt nicht. Das erscheint mir einfach nicht. Also klar, ich kann da Sachen drin lagern, aber ich finde den entweder selber nicht wieder oder der ist so offensichtlich, dass alle anderen den finden. Und nee, vielleicht kriegen wir irgendein cooles Holz raus. Okay, nee, kriegen ganz normales Holz raus. Vielleicht kriegen wir coole Setzlinge raus, die dann irgendwas anderes bringen und dann können wir da mal schauen, ob das uns irgendwie was gebracht hat. Ansonsten bin ich ganz schön enttäuscht. Die Villager haben uns hier ganz schön über den Tisch gezogen. Der eine, überlegt mal, der wollte 3 Diamanten finden. So, das sind Dark Oak Saplings. Huh. Also, verstehe mich nicht falsch. Das ist jetzt nicht unbedingt schlecht, ja, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt gut. Also, das ist jetzt nicht unbedingt, was ich wollte. Also, merke, kein Spirit Tree kaufen. Das passiert den Besten, ja. Dann haben wir jetzt hier ein bisschen Holz. Wir hatten zwar schon Holz, aber jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Holz. Schadet ja nichts. Es ist auch immer wichtig, dass man Vorräte hat und nicht wahr? So, wir haben auf jeden Fall 5 übrigens von diesen Saplings, von den Regenbogendingern. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ich überlege da wirklich so eine Art kleine Baumgruppe zu bauen und da mein Haus rein. Und wie gesagt, hier ist ja Tops Haus, Flo Haus ist ja auch ganz in der Nähe. Das heißt, ich könnte das vielleicht hier irgendwo ins Wasser bauen, falls es da irgendwo so eine Art Sandbank gibt. Aber das, also wenn man da links rüber guckt, sieht das ganz gut aus. Ansonsten gucken wir mal kurz, was bei Tops so ist. Da können wir nämlich mal schauen. Ich habe mir noch gar nicht so richtig angeguckt, was die Jungs so richtig gebaut haben. Das heißt, gucken wir einfach mal. Was hat der denn so? Sieht ganz okay aus. Eisen. Wir nehmen ihm nichts weg. Keine Sorge übrigens. Ich gucke nur. Also, ich will ihm nichts klauen. Er hat schickere Arme, als wir haben. Das müssen wir ihm lassen. Ansonsten, ich weiß nicht genau, was die Bag macht. Ansonsten, ja. Er hat ziemlich viel Kram. Book of Memory, Golden Apples sind, habe ich gehört, sehr sinnvoll. Aber wir haben ja auch Äpfel. Wir haben ja vorhin in der Truhe vom Villager Dorf ein bisschen geradet. Und wir haben gebackene Kartoffeln ohne Ende. Ich habe, falls ihr euch fragt, ich versuche, dass meine Hungerkeulen voll bleiben, damit wir hier auch kein Leben verlieren und ne, alles gut wird. Wir alle froh sind, nichts passiert. Ich gucke gerade mal, ob wir hier in der Gegend noch irgendwas finden, was nützlich für uns sein könnte. Das kann ja gut sein, weil hier zum Beispiel sieht aus wie, oh, das ist eine Schlucht. Okay. In die Schlucht will ich. Ich will jetzt nicht unbedingt in meinen Tod stürzen, deswegen gibt es hier bestimmt noch irgendwo einen anderen Eingang. Das ist ja typisch für Schluchten. Ich guck mal gerade. Sieht aber nicht so aus. Nee, scheint keinen anderen Eingang zu geben. Okay, ich habe einen Plan. Okay, pass auf. Ich nehme jetzt ein paar Steine und dann baue ich mich da irgendwie halb professionell runter. So, bam. Läuft einwandfrei. Das ist die Treppe der Zukunft. Also, ich will hier nichts Negatives hören. Ich glaube, kann ich das an die Kante bauen? Nee, die ist zu weit weg. Aber ich kann da drüber bauen. Das ist auch in Ordnung. Da unten sehe ich nämlich schon Eisen. Ich will auf jeden Fall ein bisschen Eisen mitnehmen. Hatten wir jetzt ja nicht so viel von. Das schadet ja nicht, das zu haben. Ansonsten, das kann er dann auch schon mal im Ofen backen. Und dann sehe ich da noch ein bisschen Kohle. Das schadet auch nie. Kann mir wenigstens ein paar Fackeln. Das war auch so ein knapper Sprung.
So, da unten will ich auf jeden Fall hin, weil da ist das Eisen und da haben wir. Ich sehe nicht wirklich was anderes, außer. Oh, da unten ist ein Enderman. Abgesehen von Eisenkohle, das haben wir ja schon gelernt, mit dem Enderman kämpfen wir nicht. Mit dem lege ich mich nämlich nicht an. Nö. Einfach nö. Das haben wir schon versucht. Ich versuche übrigens die ganze Zeit irgendwelche High-Quality-Sprünge zu machen, damit das halbwegs cool aussieht, wie ich mich runterbaue. Ja, ich hoffe, seid zufrieden. Irgendwas muss man ja haben. Es ist halbwegs dunkel. Ich baue kurz ein bisschen Kohle ab und dann können wir wenigstens eine Fackel setzen hier. Und dann haben wir wenigstens ein bisschen was. Ich habe die Hälfte auch schon wieder runtergeschmissen. Auch schon wieder schön. So, aber vier Fackeln haben wir. Vier Fackeln sind besser als null Fackeln. Das heißt, da, zack, bam. Was haben wir noch? Da unten ist Lava. Da unten scheint irgendeine Art Mob zu sein. Ich bin nicht ganz sicher, was das darstellen soll. Ich glaube, da gehe ich auch noch mal hin. Also, ich sehe mich da auch im direkten Kampf. Ich weiß, den direkten Kampf habe ich bis jetzt nur gegen Zombies gewonnen. Aber, ja. Ich meine, irgendwann muss man es ja machen, sonst lernt man es nicht, richtig? Der direkte Kampf ist wichtig und also da bin ich auch dran. Da bin ich auf jeden Fall dran. Was übrigens, meine Hauspläne sind halbwegs groß. Ich baue übrigens noch ein bisschen Kohle auf. Ich will ja so eine kleine Lichtung bauen, ja? Dann will ich mein Haus in die Luft bauen, in diese Lichtung rein und dann vielleicht so eine Art, auch wie Tops hat, so eine Art, das ist hier oben nichts. Oh, nee, da wirklich nichts. Dann baue ich da auch so eine Art Treppe, die da runter geht und dann sieht das ganz cool aus. Und jetzt holen wir uns erstmal ein bisschen Eisen, weil hier scheint so eine Art Goldquelle für Eisen zu sein. Aber das wäre doch was Cooles, oder nicht? Hier könnten wir doch mal so eine gute, solide Basis schaffen, dann könnten wir vielleicht nicht besser ins Floßhaus werden, weil ich habe gehört, was der so machen will und das ist wohl ziemlich, ziemlich wahnsinnig cool. Und wie gesagt, ich bin ja eigentlich kein Minecraft-Pro. So, hier, was ist das? Der hat Zähne. Ist der friedlich oder ist der böse? Er sieht friedlich aus, wie er da durch die Gegend wandert. Wisst ihr, wir gucken uns den mal an. Ehrlich, was ich sagen wollte, wahrscheinlich kann ich Flo nicht ausstechen, aber vielleicht Tops. Okay, das ist so eine Art Robbenmonster-Mensch. Hallo, Robbenmonster-Mensch. Wie geht's dir? Bist du friedlich gesinnt? Was hast du überhaupt in der Hand? Bist du böse gesinnt? Okay, ich nehme mal kurz das Schwert. Oh, ne, der ist nicht friedlich gesinnt. Der ist das Gegenteil von friedlich. Hier oben treffe ich ihn nicht. Pfeile scheinen ihn jetzt weniger zu stören. Wisst ihr was? Das ist die Strat. Nennt mich ein Schummler, aber ich habe keine Lust, mich hier in den direkten Kampf zu begeben. Der sieht nämlich ziemlich, ziemlich gemein aus und der ist auch ganz schön tanky. Also, so, bam. Ich bin ja so gut. Was droppt der uns? Hier den Enderman. Hab ich gelernt, bekämpfen wir nicht. Aber seht ihr, ich meine, im direkten Kampf habe ich das Gefühl, hätte ich keine Chance gehabt gegen den, aber wenn man diese unglaublich überragend gute Technik, die ich hier herausgefunden habe, benutzt, dann kann man alles. Was ist das? Ich glaube, das ist nur eine Pflanze, oder? Ich war kurz. Pilzbaumsding. Die Höhle sieht aber wirklich cool aus. Also, Spaß beiseite. Habt ihr das mal gesehen? Ist das nicht schick? Oh, das ist ein Skelett. Und das schießt auf mich. Und das hat einen Helm auf. Okay. Oh mein Gott, ich bin ja so gut Monster Hunter. Und was ist das? Das leuchtet auch noch, das Schwert. Warum zur Hölle? Okay, ich bin... wir sind echt viele Monster. Noch habe ich super viele Herzen und ich habe auch Hungerkeulen und ich habe auch Essen dabei. Das heißt, noch kann mir nichts geschehen. Aber ich muss hier langsam wirklich aufpassen, weil das ist... Ich habe das Gefühl, die kommen auch einfach aus dem Nix, ja? Die kommen aus dem Nix und dann greifen die mich an. Und wie gesagt, dieses Seerobbenvieh, das war ja eines... Oh Gott, hier ist es ein Creeper. Na toll. Okay, bitte, 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 bitte. Lass mich in Frieden. Okay. Alles gut. Alles gut. Kein Problem. Nichts passiert. Wir entfernen uns hier erstmal vom Tatort. Und ein weiteres Skelett. Okay. Das ist hier mal so eine Art Schutzmauer. Ha. Oh mein Gott, ich bin so ein Monsterbekämpfer. Seht ihr das? Ich habe gerade drei Monster hinter... Ne, vier, oder? Wenn wir das Serumvieh dazu zählen, habe ich vier Monster hintereinander einfach platt gemacht. Wow, okay, hier will ich nicht reinfallen. Ansonsten haben wir hier noch ein bisschen Kohle. Ich weiß nicht, ob ich die unbedingt brauche. Da sehe ich mich ehrlich gesagt mehr. Oh mein Gott. Ich sag euch, diese Mauer, ja, die lohnt sich.
Vielleicht jetzt in diesem Kampf nicht, aber allgemein hat die sich gelohnt. Und ein weiterer Creeper und auch eine Spinne. Es ist... hallo? Team? Out. Oh, shit. Ich bin weg. Ich möchte hier nicht... Also, es war ja alles lustig, ja. Ich hab ja ein bisschen gekämpft und es war ja alles schön und gut, aber... Nee. Ich habe super viel Loot. Oh ja, das ist ein Enderman. Wieso erschrecke ich mich immer vor dem? Ich versuche es zu überspielen, ja, aber in Wirklichkeit sitze ich hier und denke nur so, ah, Hilfe. Okay. Also, ich habe hier so wirklich viel Loot, ja? Und ich habe mir gedacht, nee. Nee, Ronja. Das musst du nicht verlieren. Da bin ich weg von der Monstergegend. Jetzt ist... Oh, hier ist Sand und auch Wasser. Aber der Vorteil ist, in Wasser, ja, ebenfalls durch eure Kommentare gelernt, in Wasser kann ich schwimmen. Ich verliere zwar Luftblasen wie Mist und baut sich der Kram irgendwann mal ab, bitte? Ja? Nein? Nein? Okay, wir versuchen es aber noch. Kann ich dann nicht hochschwimmen? Hier ist noch mehr Wasser. Vielleicht war der Gang zu schmal und es wurde nichts. So. Nee. Wir versuchen es nochmal. Neue Blase. Ich glaube, sonst hätte ich Schaden bekommen und ich will nicht sterben. Und diese Korallensachen sehen echt schnieke aus. Also, das musste mal gesagt sein, die sind wirklich, wirklich schick. Also, Unterwasserregion, ja. Auch die Hirsche, ja. Alles, die ganze Umgebung. Es sieht wirklich nicht schlecht aus. Die Mods, auch wenn sie meinen PC einfach überansprucht haben, deswegen bin ich jetzt hier, wie gesagt, am Ausweich-PC. Aber auch wenn sie meinen PC überansprucht haben, es sieht nicht schlecht aus, ja. Auch die Baumfell-Sache, dass das einfach geht, dass der Baum dann umfällt und das ist alles so eine Art, ja, ich weiß auch nicht, die ganzen neuen Monster, die ganzen unterirdischen Höhlen, es ist ziemlich cool, bin ich ganz ehrlich. Hier ist nicht wirklich was, ich glaube, das ist nicht so vielversprechend hier. Essen wir mal was? Nee, aber was ich sagen wollte ist, ich finde, es ist wirklich cool. Und dann können wir halt nicht mit so einem kleinen Aschehäuschen einfach dastehen und sagen, haha. Also verstehe mich nicht falsch, ich bin schon stolz auf meine Idee des Aschehauses, ja, aber es ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Das war's dann auch schon wieder für diese Folge. Ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich versuche jetzt ein bisschen aufzuholen. Und macht's gut. Ciao.